wunderschön hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis, ihr wisst es. Willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, wir sitzen hier zum Frühstück in Mamutla im Cupstore. Wundervoller Laden, super, super, super. Ihr werdet gleich sehen, was wir alles bekommen. Ja, das Krypto-News-Video ist heute Morgen online gekommen. Das wird jetzt zyklisch kommen. Muss ich mal schauen, ab nächster Woche will ich damit richtig dann wieder anfangen, dass wir mindestens mal zwei, drei Videos die Woche kommen. Ja, heute Abend wird das Video zu dem Ausländerfestival kommen. Die Uhrzeit weiß ich nicht. Ich denke mal, das wird so 18, 19 Uhr eurer Zeit ungefähr sein. Dann wird morgen Abend in der Premiere laufen das Video Behind the Scenes, was ich ja schon angekündigt habe. Das ist fertig. Das muss noch hochgeladen werden. Das ist 40 Minuten lang, 39, 50 oder was. Das ist das lange Video. Dann wird nächste Woche vielleicht auch noch was zum Thema Kfz kommen. Jetzt übers Wochenende werden wir nach Konya fahren. Da wird dann wahrscheinlich zeitverzögert auch noch mal irgendwas zu kommen. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was sonst noch so passiert. So, heute wird gesündigt. Es gibt Orangensaft. Schöne Platte. Ei, Menemen, alles da, was man braucht. Das ist das Leben am Limit. Ja, also wie ihr gesehen habt, wir leben ganz schwer am Limit. Also wie gesagt, heute Abend kommt das Video mit dem Ausländerfestival. Morgen Abend nicht verpassen, zur Primetime werde ich auch noch online stellen, kommt das Video Behind the Scenes. Also da könnt ihr mich mal begleiten, was ich so an einem Tag mache, vom Bett morgens bis zum Bett abends. Also geht 40 Minuten, wie ich schon gesagt habe. Dann wird noch kommen, aber erst nächste Woche wird kommen das Video vom Time Center, das Video von der Metro wird noch kommen. Dann wird das Video von Cleopatra Inc. noch kommen, also mit dem Interview mit den Tätowierern. Ja, wie gesagt, also seid gespannt. Wir fahren auf jeden Fall nach Konya, da wird auch noch was kommen in der kommenden Woche. Also da steht eine ganze Menge an. Jetzt seid ihr erstmal up to date und bis dahin würde ich sagen, ich habe die Ehre, ciao und ein schönes Wochenende.